Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Und zwar auf der. Ja, ne, Golizev, da sieht's nicht nach aus. Richtig. Wir sind umgezogen. Also, es wurde relativ kurzfristig multiplayermäßig bei uns die Karte gewechselt. Wir sind auf der, wie schon im Titel wahrscheinlich zu lesen, auf der Hukong Country, Michigan gelandet. Wir sind in Produktion gelandet und unsere Produktionen belaufen sich oder bestehen hauptsächlich aus dem großen Ricky-Paket. Das heißt, wir haben hier die die Produktionspakete 1, 2, 3, 4, 5 drauf. Wir haben hier die ganzen Gewächshauspakete drauf. Wir haben hier die Mining-Geschichten drauf. Es ist also alles da von Kohlegeschichten, Mining Facilities, alles, was so in die Richtung geht. Es ist alles dabei. Wir haben einige Fahrzeuge dabei. Hukong Country selber bietet ja auch einige Mods, die schon in der Karte implementiert sind. Deswegen sind wir hier gelandet. Ihr seht, Hukong Country ist hauptsächlich relativ flach. Es ist aber nicht komplett flach. Ihr seht, es ist immer eine leichte Welle drin. Also man muss auch schon gucken, wo man was baut. Die Karte hat eigentlich keine Bauplätze, wenn man so will, hat aber so kleine Waldstücke, die man abholzen könnte, und dessen Boden oder die Flächen sind meist relativ eben. Das heißt also, da könnte man drauf bauen oder muss halt dementsprechend sich ein Feld suchen, was es kann. Die Feldpreise variieren hier ziemlich. Ich mache einfach mal die Karte auf, dann seht ihr den ganzen Spaß mal. So, gehen wir mal zurück. Also die Feldpreise variieren hier ziemlich, was einfach daran liegt, dass sehr viele Windräder verbaut sind. Das sieht man auf der Karte an diesen kleinen schmalen Wegen, die in die Felder reinführen. Und das ist, was am Ende ist, immer ein Windrad zu sehen. Das sind die, die ihr hier seht, wenn man sich so umguckt. Ne? Hier stehen einige und das geht über die ganze Karte dementsprechend so. Und wenn ihr das kaufen wollt, das Feld, müsst ihr natürlich mehr dafür bezahlen, weil das Windrad ja schon draufsteht und kriegt dann den Ertrag. Das sind im Normalfall bei normalen Einstellungen von dem Schwierigkeitsgrad her ungefähr 20.000. Ja, von der Größenordnung her, es ist eine 16-fach. Das Feld hier unten, die 160, können wir Spaß mal gucken. Wir haben hier den Feldrechner mit drauf. Ne? Größte Feld ist die 160. Da sind wir mit, da seht ihr es, 246 Hektar am Start. Also das ist schon ganz ordentlich. Ne? Feldrechner seht ihr ganz praktisch, sieht man auch immer, wie viel man braucht oder was es ist, weil man kann ja auch sehr gut mit Verträgen und sowas arbeiten, weil wir haben ja auch Verträge Plus drauf. Da seht ihr, da hat man ein bisschen mehr Auswahl und auch an ein paar andere Fahrzeuge. Aber hier seht ihr es, einiges zu tun. Ne? Also Anfangskapital suchen ist hier also machbar, so muss man es sehen. Ja, wie ist der Stand der Dinge jetzt hier? Bin ich gerade angefangen? Nein, ich bin nicht gerade angefangen. Wir haben schon ein bisschen was stehen. Also wir haben die Karte auf den Sonnabend Mittag gestartet und die Aufnahme jetzt hier mache ich montags. Ne? Wir arbeiten hier jetzt mit mehreren Tagen. Also wir haben das Ganze ein bisschen auseinandergezogen, weil die Sache hier größer wurde. Ne? Hier seht ihr schon mal die ersten Anlagen von mir. Weil das Ganze ja größer wurde, haben wir es ein bisschen auseinandergezogen. Das heißt, wir haben jetzt hier einen schnelleren Tag-Nachtwechsel. Das heißt, wir sind auf sechsfach gegangen. Das heißt, ein Tag in-game ist 4 Stunden lang Real Life. Und wir sind, da seht ihr oben auch schon, bei uns haben wir jetzt Januar 3. Das geht bis 6 und dann fängt es wieder bei 1 an. Also wir haben 6 Tage pro Monat. Heißt also, von der Einstellung her, dass wir immer innerhalb von 24 Real-Life-Stunden einen Monat haben. So hat also, egal wann am Tag jemand spielt, die Möglichkeit, zum Beispiel auch noch seine Ware zu verkaufen, wenn die halt in dem Monat gerade am meisten bringt. Ne? So einfach ist das Ganze. Also, okay, was habe ich denn hier stehen? Oh, ich sehe gerade, ich laufe ein bisschen sehr schnell, ich mache mal ein bisschen langsamer. Ja. Also, ich habe hier die Standardsachen aufgebaut natürlich. Wir haben hier eine Tankstelle stehen, wir haben hier das Maurice Multilager stehen, das kennt ihr dementsprechend auch schon. Und auch die Kalkproduktion ist gleich. Das, was ihr hier vorne noch seht, ist das Palettenlager, auch das ist gleich geblieben. Der ganze Rest, der hier sonst so steht, ist neu. So einfach ist es. Wir fangen einfach mal an. Ich habe hier aufgebaut, das war eine meiner ersten Produktionen. Ne, wenn ihr hier seht, die Ricky-Geschichten, ne, also Old Man 102, wie es denn so schön heißt, ne, da sieht man auch sein Logo. Der hat auch Oliven und sowas alles in Plantagenform. Ne, wie ihr es jetzt hier seht, das hier ist jetzt eine Olivenplantage, die bringt ohne Ende. Das heißt also, hier kommt richtig Mengen raus. Wir reden von Hunderttausenden im Monat. Wir sind hier auf der Karte bei der 16-fach hier auf ganz anderen Dimensionen aus. Ne? Also wenn man hier jetzt große Felder kaufen will oder Parzellen oder sowas kaufen will, es sind nicht alle Felder, wenn man hier was kauft, nicht alles ist einzeln. Ne? Ihr seht jetzt hier zum Beispiel,
Das sind die vier Grundhöfe momentan von den Spielern, die momentan da sind. Es sind noch nicht alle da, deswegen variiert es so ein bisschen. Ich bin der blaue Part hier oben. Ne, da seht ihr, ich habe zwei Felder in meinem Besitz. Hier ist eine Kollegin am Werkeln, die ein bisschen weiter außen gegangen ist. Und hier noch, das hier ist ein Doppelpack, das heißt, sie arbeiten zwei dran, weil die halt nicht so viel spielen, teilen sich die Arbeit, haben aber auch schon einiges hier gekauft, wie ihr seht, ne? Haben auch ein bisschen mehr Grundkapital gehabt zu zweit. Und hier ist noch ein weiterer Kollege, hier ist zum Beispiel, das ist der Michael, der hat auch teilweise schon die Autodrive-Kurse eingefahren, weil ich habe hier noch keine fertigen Autodrive-Sachen für gefunden, ne? Aber wenn ich den normalen Kartenpart sehe, dann seht ihr selber, hier sind schon einige Punkte gesetzt. Wir haben also die Shop-Sachen miteinander verbunden. Er hat auch schon die Sachen untereinander verbunden. Und wir haben jeder als Bedingung gehabt, dass wir eine Ricky-Verkaufsstation stellen. Weil die Ricky-Sachen kann man normal nur über den Ricky-Verkaufspunkt auch verkaufen. Und um da eine Preissteigerung drin zu haben oder eine Preisentwicklung drin zu haben, haben wir halt gesagt, okay, jeder stellt sich so eine auf seinen Grund und Boden, dass wir dann halt mindestens dann vier verschiedene Preise dann haben. Wir haben auch noch einen Bankschar, hört sich komisch an. Also wir haben noch, das ist das Rot, was ihr hier seht, das ist die Bank, der steht hier gerade extra an der Seite geparkt. Der hat momentan nur einen Brooks, das ist ja einer zum Hackschnitzel machen und zum Bäume entfernen mit einem Traktor und einem passenden Hänger. Der wird irgendwo auch noch ein Stück Grund kriegen und dann wird die Bank auch noch einen weiteren Ricky-Verkaufspunkt haben, den jeder anfahren kann. Wir haben die Bank den Brooks gegeben, weil die Ricky-Sachen arbeiten alle mit Hackschnitzel und die Brooks-Fräse ist ja eigentlich mehr so eine, ja, ich will jetzt nicht Mogelpackung sagen, aber es ist eine Mogelpackung. Wenn wir jetzt hier sehen, das ist halt die Bank-Variante, ne? Und da seht ihr es auch, steht auch dran, Bank, ne? Und das ist die Brooks, die macht sehr, sehr viel Hackschnitzel aus einem Baum, ne? Und zwar in Dimensionen, die dann überhaupt nicht zum Produktionsverhalten passen. Deswegen haben wir gesagt, wir machen einen Bankschar, der halt dementsprechend, wenn jemand sagt, oh, da ist ein Baum, den kann ich nicht wegnehmen, normal nicht wegsägen oder sowas, das kann dann nur ein Brooks, dann kommt er hier halt die Bank vorbei und macht den Baum da weg. Das ist der ganze Trick, ne? So einfach ist es schon. Ja, einige sind schneller, einige langsam angefangen. Ihr seht, hier wurde schon ein schöner Platz gemacht von meinem Kollegen hier. Das ist dieses Doppelset. Die haben hier auch schon passendes Gerät. Hier geht es dann mehr in den Mähbereich, wie ihr seht. Schön Traktor davor geklemmt, ne? Ein Sulki noch. Hier seht ihr die Flugvariante. Das ist ein, ich glaube, ja, ist der Lizard, der 9 Meter. Ne? Die haben den Power Push hier hinten dran, weil man den nicht nur als Miststreuer, sondern auch als Kalker nehmen kann. Also die düngen und kalken, ne? Damit können sie in dem Sinne erstmal mit Runde mit Wiese anfangen. Wie sie nun anfangen oder was sie genau machen, weiß ich nicht. Sie haben in dem Fall hier auch ein paar Felder schon gekauft, ne? Aber ich würde sagen, wir machen erstmal mit meinem eigenen Part weiter. Da hüpfe ich hier mal raus, so. Und dann zeige ich euch mal, was hier noch so gelaufen ist. Also, wir waren stehen geblieben hier bei der guten Produktion, ne? Ihr seht, gerade geht Licht an, 4:45, hier wird langsam dunkel. Ja, Palettenlager, das ist die Produktion Olive. Und dann habe ich das ein bisschen aufgeteilt auf der einen Seite und auf der anderen Seite. Die Seite, die ihr hier seht, sind die Minengeschichte. Hier haben wir eine Erzmine. Ohr, da seht ihr auch immer, was da schon drin ist, ne? Die produziert sich mit Diesel, braucht halt zusätzlich auch Wasser und liefert halt dann Silber als Restprodukt sozusagen. Dann das Erz an sich und Cleanfill dementsprechend auch als Abfallprodukt, wenn ihr so wollt. Ne? Das gleiche habe ich hier nochmal stehen in Silt. Das ist also so eine Art Schlamm, wenn ihr wollt. Daraus kann ich zum Beispiel Dünger produzieren. Deswegen produziere ich das hier auch. Hier gleiche Grundlage, also Silberreste sind immer da. Cleanfill ist also mal ein Restmittel und Wasser und Diesel braucht das gute Stück, um zu funktionieren. Nummer 3 in der Geschichte ist die Kohlemine, die ich hier aufgestellt habe. Die brauche ich, um zum Beispiel einige Sachen laufen zu lassen, ne? Die Minengeschichten arbeiten mit Diesel. Dafür gibt es auch Dieselraffinerien und sowas. Die kann ich euch gleich zeigen. Die hat der Michael, das ist ein Kollege hier auf der Karte. Der versorgt uns mit Treibstoffen. Ich werde die Verpackungsgeschichten machen, sprich also Palette, Kartons, Säcke und sowas in die Richtung. Das werde ich hier produzieren. Und die andere Kollegin wird halt hauptsächlich
sich um die Großproduktion Kohle und sowas kümmern, auch für andere mit. Ne? Ich habe hier eine extra Kohlemine gemacht, weil wir schon gemerkt haben, dass es von der Menge her sonst vielleicht knapp werden könnte mit der Verteilung. Ja, das ist dann halt sozusagen erstmal die Fördereinheiten, wenn ihr so wollt. Ne? Das sind die Varianten, die habe ich auf der einen Seite stehen. Hier hinten habe ich mein Feld, das ist Feld 12. Da bin ich also auch wacker dabei, sage ich immer so. Und hier seht ihr ein paar Geräte, da gehen wir auch gleich drauf ein und auf die Produktion auch. Aber wir hüpfen erstmal kurz hier durch, weil ich möchte gerne zum Shop kommen, weil hier steht ein Leihgerät. Genau, ich habe hier ein Leihgerät stehen. Warum steht es hier beim Shop? Weil ich noch keine weiteren Anbindungen per AutoDrive gemacht habe. Und wir haben immer die Shop-Variante, ist immer der Wendepunkt am Ende unserer Straße, wenn man so will. Das heißt also, da wir ja das auf unserem eigenen Grundstück gesetzt haben, haben wir hier den Punkt, dass hier halt gewendet wird. Ne? Also meine Autodarstrecke kommt von da, wo wir jetzt hinfahren, geht dort einmal rum und dann ist sie auf der Rückseite wieder zurückgemacht. Sie ist so ungefähr eingefahren, wie ich das hier jetzt mache, weil wir auch vielleicht etwas breitere Geräte haben, ist sie nicht mittig auf die Straße angesetzt, sondern so, dass ein Rad vielleicht auch mal auf dem Kantenpart hier auf den Seitenstreifen fährt. Das ist extra mit dem Traktor eingefahren worden mit Zwillingsbereifung. So, ja, die anderen Produktionen hier, die erkläre ich gleich noch, wenn es ein bisschen dunkler wird. Das macht rein gar nichts. Ihr seht wieder, ich bin wieder der Mensch mit den Flutlichtanlagen. So sieht es aus. Und was ihr jetzt hier auf dem Feld seht, ist Unkraut. Das ist natürlich dann nicht ganz so schön, aber da müssen wir mit leben. Das macht nichts, das wird eh untergepflügt hier bei mir. Aber dafür muss ich es erst düngen. Aber der wesentliche Punkt, das Feld, was ich jetzt hier habe, ich mache die Minimap mal an, so. Das Feld, was ich jetzt hier habe, das ist die 10, die ihr da oben mittig seht, das ist Kartoffeln. Kartoffeln in rauen Mengen. Warum habe ich ein Kartoffelfeld gekauft? Ganz einfacher Grund, ich quäle mich gerne. Nein, der Hauptgrund ist natürlich, dass man Kartoffeln hier in der Produktion braucht, um zum Beispiel Pestizide herzustellen. Hier wird es gerade jetzt ziemlich dunkel. Ich falte ihn gerade auseinander. Ne? Hier seht ihr, hier sind meine Kartoffelbahnen noch über. Den Rest vom Feld hier habe ich noch zu machen. Deswegen setze ich ihn jetzt an. Ich habe mir die Maschine nicht gekauft, weil ich habe eigentlich nicht vor, regelmäßig Kartoffeln zu machen, sondern ich wollte jetzt einmal Kartoffeln machen, dass ich sozusagen bis zum Rest meines Seins auf der Karte hier mit Kartoffeln durch bin. So ungefähr muss ich das vorstellen. So, ich habe jetzt den Helfer angemacht. Wir gucken mal, der legt auch gleich los. Der schlägt ja zuerst und sammelt ja weiter mittig, deswegen zählt die Zahl jetzt noch nicht ganz so schnell hoch hier. Die Kartoffeln dürften jetzt gleich die ersten hier über die Bänder erst kommen, da kommen sie und jetzt haben wir einen Füller, genau, da geht es auch los. Also das werden wir dementsprechend hier zwischendurch mal eine Runde abtanken. Ich hüpfe jetzt wieder rüber hier, hier ist es nämlich hell, weil ich es hell gemacht habe. Also hier, wie gesagt, das ist die Mining Operation, wenn ihr so wollt. Da war das Palettenlager, da hinten gab es Oliven. Oliven ist erstmal meine Geldeinnahmequelle Nummer 1. Man muss natürlich ein bisschen gucken, wann man sie verkauft, aber ich produziere Oliven hier durch die Plantage in rauen Mengen. Aber wie gesagt, hier geht das in ganz anderen Größenordnungen ab. Die nächste Produktion, die ich hier habe, ist das gute Stück hier. Wenn wir hier rangehen, sehen wir, es ist der Komposter. Komposter, sagt ihr? Ja, ganz einfach. Ich betreibe die Oliven und normalerweise könnte man die normal mit Mist düngen, aber dafür braucht man Tiere. Punkt. Ich habe keine Tiere. Heißt also, ich mache mir aus Ersatzstoffen dank der Ricky-Produktion hier Kompost. So einfach ist es. Läuft. Ne? Also wie gesagt, hier kommen dann die Sachen rein. Ich zeige euch gleich auch mal die Produktionsübersicht, was da so bei rauskommt. Ich habe die Ricky-Sachen ja schon mal vorgestellt, aber ich reiße das hier auch gleich nochmal an und gehe da noch einmal kurz durch. Dann seht ihr es auch. Also hier mache ich einmal Kompost. Das ist eigentlich dafür da. Ne? Seht ihr, Best Compost in Town ist auch die einzige, der daran liegt hat. Ne? Kalkproduktion war da. Also die Kompostproduktion habe ich halt da, damit die Olivengeschichte da vorne läuft. Die nächsten Produktionen jetzt hier. Ist eine ganz einfache Geschichte. Hier steht doch schon mal ein schöner LKW. Das ist die TLX Phoenix Serie. In dem Fall jetzt hier mit dem Modul oben drauf. Den habe ich aber auch hier vorne noch stehen als. Hier vorne ist gelogen wahrscheinlich. Ah, die habe ich drüben ein paar Palettenwagen stehen. Den habe ich als normalen Sattelzug, habe ich den auch. Hier steht meine Agrisem. Warum ich sie hier hingestellt habe, weiß ich nicht. Das ist der 12 Meter Flugersatz sozusagen. Das ist auch eine Mod, die ihr auch schon dementsprechend kennt. So, ja, das hier ist unsere, das seht ihr, ist Fertilizer Station. Also hier wird Mineraldünger und Herbizid hergestellt und auch Flüssigdünger. So einfach ist das Ganze. Herbizid brauche ich auch für die Plantage für die Oliven. Ne? Also die brauchte
Wasser, Kompost und Herbizide, damit die funktioniert. Also ist halt nicht wie ein einfaches Gewächshaus, also da muss man schon ein bisschen mehr für tun. Und dann kann ich natürlich hier Dünger herstellen, flüssig und normal, was ich auch mache. Hier neben haben wir die Saatgutproduktion. Ne, da muss halt Mineraldünger rein und eine Frucht. In dem Fall ist es bei mir Weizen, wie ihr unten rechts seht, aber die Produktion steht momentan. Also da mache ich momentan auch so nichts mit. Dann die nächste größere Produktion, die wir hier sehen, seht ihr auch, ist, ne, da seht ihr es, die Mammutsmill. Das heißt also, hier muss Kohle rein. Das ist einer meiner Kohleabnehmer, deswegen habe ich die Kohlegeschichte auch. Und der braucht Kohle für jede Produktion, die drin ist. Und ich stelle hier viel her. Stell hier einmal die Drillpipes her, also das Bohrgestänge her, was mein Kollege mit dem Bohrturm braucht, der unseren Sprit herstellt, also unseren Diesel herstellt. Dann stelle ich hier Nägel her. Die Nägel ist halt die Verarbeitung für die Palettengeschichten und was da sonst noch so überall Nägel braucht. Dann habe ich hier noch die Möglichkeit, aus dem Silbererz, was ja als Rest in den Minen drin ist, Silberbarren zu machen. Das machen die Jungs hier auch drin. Und es gibt noch ein, zwei andere Sachen mehr, kann ich in der Übersicht auch mal zeigen. Hier steht einmal denn der Sattelzug von der TLX-Serie Phoenix. Hier seht ihr es selber. Schon eine ziemlich schmuddelige Angelegenheit. Und hier seht ihr Sachen stehen. Das hier zum Beispiel sind die Nägel. Ich habe die Produktion ja damals nur so einmal grob gezeigt, damit ihr seht, was es ist. Also ich habe hier schon Nägel und anderes produziert, aber ich glaube hier steht hier nur, ich steige mal hier ein, stehen hier nur Nägel drauf. Ne, hier steht nicht nur Nägel drauf. Falsch, so sieht man es vielleicht. Das sind auch noch Silberbarren, die hier in Kartonweise dementsprechend stehen, hart wie es ist. Aber so sieht es aus. Also Silberreste habe ich hier noch drauf, sagen wir mal so. Und Nägel, der ist schon relativ voll. Den könnte man eigentlich nur rüberbringen drüben in die ins Palettenlager. Ne? Ich könnte das auch verkaufen, aber man sucht natürlich noch Preis. Und die letzte Variante, die ich hier noch stehen habe, ist die Carpentry. Da mache ich halt Möbel, Paletten und Crates, also Kisten. Die werden hier dementsprechend drin produziert. Auch keine kleine Hütte, wie ihr seht. Also hier ist schon einiges dabei. Da seht ihr es auch, Carpentry. Ja, und das ist der Ricky-Verkaufspunkt. Da sind wir gerade einmal rumgefahren. Der ist also dafür da, dass die Sachen hier überall einen Verkaufspart finden. Und dass ich ja nicht immer nur die 2 Meter hierhin fahren muss, sondern wenn ich einen guten Preis haben will, auch vielleicht mal zu meinen Kollegen auf dem Hof muss, weil die auch einen Ricky-Verkaufspunkt stehen haben. Das ist halt so die Preisentwicklungsgeschichte, die wir uns gegönnt haben. Ja. So sieht das aus. So, ja, ich würde sagen, die restlichen Gerätschaften und sowas, die erzähle ich euch einfach mal in der nächsten Folge. Ich mache einfach jetzt hier mal Schluss. Ja, ich hoffe, euch gefällt der Umzug. Wir sind mal ins Große gegangen und auch in die großen Produktionen. Also hier geht es um Millionenbeträge, um es mal auszudrücken. Ich erzähle euch dann auch nächstes Mal, was ich noch so vorhab und was dementsprechend ich auf dem anderen Feld noch habe, weil das ist aufgeteilt und was hier noch so in der Nähe ist. Und ich zeige euch vielleicht auch ein bisschen auch die Nachbarn. Da gucken wir dann einfach mal. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Hoffe, dass es euch halt gefallen hat. Wenn ja, dann lasst gerne passenden Daumen da. Ich würde mich sehr über ein Teilen freuen. Und ein Abo wäre natürlich spitzenmäßig. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal.